Bleib, wo du bist, und dann klappt das auch. Du kannst mir befehlen, so viel du willst. Am Ende mache ich doch, was ich will. Du wirst lachen, Victor. Ich auch. Es tut mir total leid, Omi, aber dein Medizinfläschchen ist mir kaputt gegangen. Dass ich immer so ungeschickt sein muss. Du musst das Zeug sorgfältig wegwischen. Das darf nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Ich passe schon auf. Und dann gehe ich gleich in die Apotheke und besorge dir eine neue Flasche. Ich muss sowieso noch einkaufen, dann kann ich dir deine Tropfen gleich mitbringen. Tirasi. Oh, das kann ja kein Mensch lesen, dass Ärzte immer so eine schlechte Schrift haben müssen. 50 Milliliter. Stimmt was nicht? 50? War das nicht immer 100? Hast du die Scherben schon weggeworfen? Sieh doch noch mal nach. Das ist alles längst entsorgt. Du hast doch selbst gesagt, das Zeug ist gefährlich. Darf ich mal? 50 Milliliter. Stimmt, es waren 50 Milliliter. Meine Hustentropfen, das sind auch solche Fläschchen. 50 Milliliter. Na ja, wenn du meinst, ich war nur im Moment ein bisschen irritiert. Also wenn ich mich recht erinnere, dann muss man hier 7 Euro pro Fläschchen zuzahlen. Jetzt setz dich erst mal hin und ruh dich ein bisschen aus. Ich gehe schnell zur Apotheke, bevor sie zumacht. Ja, aber ich will dir doch noch das Geld geben. Ach, nicht nötig, Omi. Es war ja meine Schuld, das mit dem Fläschchen. Ich glaube, ich habe noch genug Bares. Ach, Mist. Ich habe doch nicht genug. Naja, dann muss ich noch mal kurz zur Bank. Ich hoffe nur, ich schaffe das noch alles rechtzeitig. Lass mal gut sein. Hier, der Rest ist für die Haushaltskasse. Danke. Ich nehme den Müll gleich mit. Bis gleich. Hallo? Hallo. Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt. Man tut, was man kann. Und? Hast du rote Beete bekommen? Ganz frisch. Aha. Gut ausgesucht. Was genau wie zum Kochen? Borscht? Es heißt Borscht. Fast richtig. Kommt aus Russland. Genauer gesagt aus der Ukraine. Judith war da. Sie hat da 1 oder 2 Monate für ein soziales Projekt gearbeitet. Mit krebskranken Kindern. Ach, ich finde das toll, dass sie sich so für etwas einsetzt. Du wirst sie mögen. Ich weiß es. Ich bin auch schon ganz gespannt. Naja, auf jeden Fall hat sie dort Borscht kennengelernt. Und immer wenn sie von irgendwo nach Hause kommt, dann koche ich das für sie. Ist eine richtige Tradition geworden. So, es fehlt eigentlich nur noch die Petersilie. Lass mal, ich wollte eh noch an die frische Luft. Da bringe ich die Petersilie gleich mit. Du kannst ja schon mal Zwiebeln schneiden. Was?
Was? Hast du Probleme? Ja, aber... Nein. Ach so. Wir sind jetzt ein richtiges Paar, Denise und ich. Wollt ihr heiraten? Nein. Na, ich meine, vielleicht, aber... Deshalb bin ich nicht hier. Sondern? Na, du weißt schon, dass wir jetzt alles teilen. Verstehe ich nicht. Na, Tisch und Bett. Ah, schön. Aber pass ein bisschen auf dich auf. Denise kann ganz schön sprunghaft sein. Ah, sie mag mich. Ein Mann spürt sowas. Ja, das glaube ich ja. Irgendwo hier drin hat sogar Denise einen romantischen Kern. Gegen dein Kräuterbeet ist die Sahara eine blühende Landschaft. Die haben seit Tagen kein Wasser gesehen. Ist doch kein Wunder, wenn du den ganzen Tag hier in der Küche rumhängst. An die Arbeit und zwar sofort. Du bist die Beste. Spinner. Land. Da kann jeder machen, was er will, wenn es sich gegen das Gesetz verstößt. Ich hab dir doch heute Morgen schon gesagt, ich bin an den 100.000 aus der Lebensversicherung dran, ganz nah dran. Und ich hab dir gesagt, dass ich das nicht glaube, weil du unfähig bist. Schon vergessen. Ich vergesse nie was, keine Sorge. Wo kommst du überhaupt her? Aus der Apotheke. Ich hab Tropfen besorgt für die Oma. Hustentropfen solltest du vielleicht auch mal probieren. Meine Kathi, weiß nur, was gut für mich ist. Schön, dass du das endlich einsiehst. Und jetzt geh und warte im Hotel auf mich. Die Oma hat ein pralles Portemonnaie. Ich leih dir ein paar Scheine, sagen wir 1.000 für das Nötigste. Wir können sie ja zurückzahlen, wenn wir die 100.000 haben. Und wie willst du an die 100.000 rankommen, wenn ich das nochmal fragen darf? Die Details erkläre ich dir später. Und jetzt geh! Irgendwie ist mir heute nach Feiern zumute. Ich besorge uns was zu essen und zu trinken und dann komme ich zu dir. Und jetzt Abmarsch. Bis später. Sophia? Was ist denn? Mir kannst du es doch sagen. Fühlst du dich nicht gut? Soll ich einen Arzt rufen? Eigentlich will ich nur wissen, wie lange man es ohne Liebe aushält. Saf, du gehst jetzt erstmal rein und ziehst dir trockene Sachen an. Ich mache uns einen Tee, ja? Lass, Mama. Es ist nichts. Welch seltener Gast. Na, brauchst du jetzt etwa doch noch einen Job? Ach, sei mir nicht böse, aber mir ist nicht zum Lachen zumute. Sorry, wird nicht wieder vorkommen. Ich habe jetzt auch noch richtig Stress mit meinem Vater. Wieso, was ist denn? Er versteht mich nicht. Er nimmt mich einfach nicht ernst. Mal langsam. Zum Mitschreiben. Ist irgendwas Konkretes passiert, also worunter ich mir was vorstellen kann? Ja. Ich habe diese Anteile an der Solarfarm in China gekauft. Du erinnerst dich? Hast du erzählt? Ohne sein Einverständnis. Dann kann ich verstehen, dass er Stress macht. Ach, ich habe ihm vorher was weiß ich wie viele Expertisen und Gutachten vorgelegt. Er hat überhaupt nicht reagiert. Er hat gemauert. Und? Da habe ich die Anteile halt gekauft. Punkt. Und dann? Er hat sie wieder verkauft. Punkt. Lass mich raten. Ohne dich vorher zu informieren. Stimmt.
Was kommt eben dabei raus, wenn zwei Wellinghoff-Dickschädel aufeinandertreffen? Und nun? Ach, ich weiß auch nicht. Mir wird's langsam alles zu viel. Darf ich dich daran erinnern, dass Judith morgen kommt? Oh, vielen Dank. Das hatte ich fast vergessen. Oliver, ich will dir helfen, ja? Ach, ich weiß. Tut mir leid. Was ist eigentlich mit Bianca? Wir werden uns nicht sehen, bis ich mit Judith gesprochen habe. Du bist wirklich ausgesprochen rücksichtsvoll. Du willst dich doch über mich lustig machen. Entspann dich. Judith kommt morgen. Morgen ist morgen, heute ist heute. Terazinol darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber Flunitrazepin oder anderen Benzodiazepanen. Oh Gott, wer bitteschön soll das verstehen? Danke. Oh, bitte, bitte, war doch selbstverständlich. Aber mal im Ernst, wenn die Tropfen so gefährlich sind, dann muss es doch hier irgendwo draufstehen, und zwar dick und fett. Das tut es sicherlich auch. Hast du nicht richtig hingeguckt? Übrigens habe ich in meinem Krimi neulich gelesen, dass Verbrecher diese Art Tropfen benutzen, um ihre Opfer zu betäuben. Nicht zu fassen. Wie viele Tropfen musst du denn nehmen, um ruhig zu werden? Abends 15, manchmal auch morgens, aber mehr auf keinen Fall. Dann reicht ja so ein Fläschchen, um einen ganzen Elefanten lahmzulegen. Das will ich lieber gar nicht wissen. Kann ich den haben? Ja, natürlich. Ich brauche ihn nicht mehr. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Kathi. Ein Wink des Schicksals. Ich musste kommen. Warum? Weil Judith kommt. Du musstest oder du wolltest? Beides. Ich musste kommen, weil ich dich sehen wollte, und ich wollte kommen, weil ich dich sehen musste. Bärbel hat angerufen, dass sie Hilfe braucht. Judith soll es ja schön haben. Ausgerechnet. Du bist hier. Das ist das Einzige, was zählt. Sind die für mich? Wie reizend. Hat sich mein Rosenkavalier im Beet geirrt? Die Kräuter sind für die Köchin und Rosen gibt's später. Das möchte ich aber auch hoffen. Damit sie nicht schlapp machen, sonst gibt's Ärger. Von der Köchin. Oh, die Köchin mag mich. Ach. Sollte ich da irgendetwas wissen? Keine Sorge, wir sind nur gute Kollegen. Ehrlich. Wir sind also nur gute Kollegen. So siehst du das also? Was? Ich meine doch nicht dich. Ich meine Bärbel. Eben. Und sie mag dich. Und du meinst sie und nicht mich. Hör schon auf. Du willst mich doch bloß wieder verarschen. Stimmt. Aber du hast mich sofort durchschaut. Stimmt auch.